Herzlich willkommen auf meinem Kanal, liebe Modellbahnfreunde. Heute geht es um das leidige Thema Verharzung, verharzte Loks. Ja, das werden wir heute mal durchgehen, das Thema, anhand des 3095 Modells, Betriebsnummer 74 1070. Ja, kurioserweise ist die Firma McLean selbst dafür verantwortlich, denn das McLean-Öl von den Mitte 70er Jahre bis über die 80er Jahre war gelinde gesagt dürftig. Nun gut, heute müssen wir das Beste draus machen und in der Regel trifft es die Modelle, die Jahrzehnte in der Vitrine standen. Sinn und Zweck der Übung ist heute, mit einfachsten Mitteln eine betonhart verharzte Lok wieder zum Laufen zu bekommen, auf Dauer. So, da gibt es verschiedene Mittel. Einmal das WD-40. Das ist wirklich ein gutes Öl. Ich habe Motorrad, da kannst du bei den Speichenfelgen und den Chromrädern, dann nimmst du das Kettenfett, das geht hiermit hervorragend. Wird hervorragend gelöst. So. Ja, ist jetzt für Modellbau nicht so der Brüller. So, dann haben wir das typische Multifunktionsspray. Ja. Kannst nicht meckern. Gutes Spray brauchen wir auch nicht. So, dann haben wir Ballistol, der Klassiker. Ja. Wenn man jetzt anderes hat, kann man das auch nehmen. So, Kontaktspray. Reinigt elektronische Bauteile, Feuchtigkeitsverdrängt, Oxidations. Super Spray brauchen wir auch nicht. So, was brauchen wir denn? Wir brauchen Vaselineöl. Ich habe in der Druckindustrie gearbeitet. An der Heftklammermaschine am Heftkopf. Da haben wir Vaselineöl genommen. Da darf nur Vaselineöl ran. Extrem dünnflüssig. Das nehmen wir, das bekommt ihr aber auch. Dann müsst ihr mal googeln. So, und dann haben wir Vaseline. Technische Vaseline. Ganz normale technische Vaseline. So, das beides kommt nachher zum Einsatz. Bis gleich. Dann nehmt ihr für die Achsen jeweils ein, zwei Tropfen. So. Bisschen einwirken lassen. Also diese Lok ist jetzt nur der Beispiellok, die ist nicht verharzt, ne? Deswegen, so, jetzt müsst ihr, wenn das mal wegen jetzt 20 Minuten eingewirkt hat, müsst ihr versuchen, ob man das hier hin und her nicht drehen, niemals drehen, dann geht alles kaputt. Nur versuchen, ob die Achsen, heißt das axial? Keine Ahnung. Na, da ist ein bisschen Spiel drin und da müsst ihr versuchen, dass ihr das Spiel bekommt. So. Jetzt erst Gehäuse abschrauben. So. So. Und jetzt kommt das Vaselineöl an die Achsen der Zahnräder. Achso, bevor ich es vergesse, wenn ihr natürlich die Lok zerlegen möchtet, das wird immer von Erfolg gekrönt sein und ihr alles reinigt. Das hier ist die Schnellmethode, ohne viel Aufwand.
Wichtig ist auch Geduld und Ruhe. So, dann schraubt ihr die Schraube vom Motorschild 3-4 Umdrehungen raus und diese vom Motorschild. Nur 3-4 Umdrehungen raus. Ein Tropfen auf die Welle. Kollektor dreht. Und auf der anderen Seite das gleiche. So. So, das lässt sich jetzt alles mal für 10 Minuten in Ruhe. Schmückt immer eine oder trinkt ein Bier. Und jetzt geht's los. Jetzt kommt das Entscheidende. Jetzt nehmt ihr den Schraubenzieher und dreht nur an diesem Rad. An diesem Rad hier versucht ihr zu drehen. Und siehe da, na, hinter dem Zahn, den Schraubenzieher. Und dann müsst ihr hier drehen. Niemals unten drehen an den Rädern. Immer hier. Und so wird sich langsam die Verharzung lösen. Doch mal so rum. So. Wie gesagt, das ist die einfache Methode. Wenn ihr sowieso alles auseinanderbaut, dann ist es ja Pille-Palle, dann ist alles gereinigt. Aber so, das ist eine 20 Minuten Reparatur. Auch für betonharte Verharzung. So. Und jetzt wird die Lok wieder funktionieren. So, jetzt kommt mal ausnahmsweise die technische Vaseline zum Einsatz. Nehmen wir ein bisschen die Zahnräder. Na? So. Das genügt auch, wird sich sowieso verteilen. Wenn das jetzt zu viel ist, dann habt ihr das sowieso alles nur auf den Gleisen. Und das wollen wir ja eigentlich vermeiden. So. So, dann wollen wir mal sehen, ob die fährt.
So, zum Schluss machen wir dann noch die Einordnung mit dem Keulkatalog, welche Version das ist. Schauen wir erstmal auf den Karton. So, da ist eine Seitenlasche. Kennen die meisten von euch, einige vielleicht noch nicht. Da ist die Nummer 168, Januar 1968. So. Ja, das schauen wir hier mal. Modell 3095. Betriebsnummer 74 1070. Beschriftung fein gedruckt. Ein Jahr 1968. So, und die nächste wäre von 69 bis 76 mit der Betriebsnummer 74 701. So, das ist eindeutig hier eine 74 1070. Also, Version 1.